Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Heute ist der erste Tag. Jenny schläft noch, aber sie muss ganz doll auf die Toilette, wie das so üblich ist in der Schwangerschaft. Ich würde sagen, wir lassen sie einfach mal gehen, damit kein Unglück passiert. So, und später braucht sie bestimmt noch ein kleines Nickerchen, weil sie ist noch nicht richtig ausgeschlafen. Aber sie hat jetzt auch erstmal Hunger. Na, Jenny, wie sieht's aus mit Aufwachen? Guten Morgen. Ja, husch mal eilig auf die Toilette. Boah, sie hat schon einen richtigen Bauch. Mal gucken. Morgenübelkeit, okay. Und für zwei Essen. Gut, sie ist im ersten Trimester, aber sie ist schon ganz schön üppig, mein lieber Scholli. So. Es gibt bestimmt einen gigantischen Riesenbauch am Schluss. Was hat sie denn im Kühlschrank? Gar nichts. Okay, dann koch dir mal ein Frühstück. Oder hol dir raus. Ah ja, sie hat sich schon selbst entschieden. Gut. Nö, mach das ruhig mal weiter. Da koch dir das. Übel ist ihr wohl auch. Was machst du jetzt? Ach, dich vor der Maus grausen. Ach, dieses Ding. Na, das lassen wir erstmal stehen und später kann sie das ja aufräumen. Ja, apropos Maus. Also, Jenny, hat man ja gesehen, ist noch nicht sehr ausgeschlafen, obwohl es schon mitten am Tag ist. Naja, mittelfrüher Morgen. Weil sie natürlich angesichts der Neuigkeit ziemlich viel und lange wach lag und über vieles nachgedacht hat. Zum einen ist ihr bewusst geworden, sie will richtig viele Kinder bekommen. Und zum anderen ist ihr bewusst geworden, dass diese Wohnung, die sie hier gerade hat, zwar relativ groß ist und sie könnte da wohl auch ein paar Kinder großziehen, aber diese ganzen Mäuse und Kakerlaken will sie ihren Kindern nicht zumuten. Das Essen schmeckt wohl nicht, ja. Naja, das isst sie jetzt mal trotzdem. Okay, also gut. Das läuft also darauf hinaus, dass sie umzieht, um ihre Kinder großzuziehen. Jo, das werden wir auch gleich in Angriff nehmen. Aber zuallererst werde ich ihr mal eine Stahlblase besorgen. Sie hat nämlich schon 4450 Zufriedenheitspunkte und so eine Stahlblase, nein, das ist das Falsche, kostet nur 2000 Zufriedenheitspunkte. Und da schwangere Frauen ständig aufs Klo müssen, können sie eine Stahlblase super gut gebrauchen. Und wenn sie mal noch mehr Punkte hat, also wieder 4000, dann kaufen wir ihr noch, kommt mit wenig Schlaf aus. Das braucht man nämlich auch, wenn man kleine Kinder hat. Gut, Jenny. Du isst jetzt mal auf und ich würde sagen, dann nehmen wir deinen Umzug in Angriff. Ja, das Essen hat nicht geschmeckt. Okay, alles klar. Ich speichere mal ab. Und dann wird umgezogen. Und zwar ist hier eine ganz nette Wohnung, die preislich ausreicht, preislich okay ist. Die kostet 1200 Simoleons pro Woche und ist von der Größe her ganz in Ordnung, deutlich größer als ihre und hat keine Mäuse, sondern Wichtel und Wundermünzen.
So, jetzt schauen wir mal. Sie nimmt die natürlich unmöbliert. Ja, inzwischen ist Jenny umgezogen ins Künstlerviertel und zwar hier in diese Wohnung. Ich habe die jetzt auch schon ausgebaut. Über den Ausbau habe ich ein Video gedreht. Das gibt's dann extra als Speedbuild-Video. Ist nur ziemlich kurz, ist ja auch nur eine Wohnung, die ausgebaut ist. Und zwar habe ich die jetzt kindertauglich gebaut. So, ich lasse Jenny hier mal starten und sie muss sich vor allem mal um ihre Pflanzen kümmern. Erstmal alles schön bewässern. Und während sie das macht, zeige ich euch mal die Wohnung. Also hier ist ein ganz wesentlicher Teil, das ist der Kinderschlafsaal, passend für 6 Kinder. Ich habe festgestellt, Kinder und auch Teenies, denen macht das kaum was aus, in einem Schlafsaal zu schlafen. Das heißt, man braucht nicht für jedes Kind ein Extrazimmer oder 2 Bettzimmer. Die kommen da ganz gut mit klar. Wichtig ist nur, dass man in dem Zimmer nichts an Spielsachen hat, die Lärm machen, weil sonst stört das ja die anderen Kinder. Es ist also ein reiner. Jetzt rennt sie wohl kotzen. Okay, och, arme Jenny, ja, das kommt vor. Putz mal schnell, spülen und putzen, Jenny, das ist ganz dreckig geworden. Und aufwischen auch. Das war eine größere Aktion. Okay, also der Schlafsaal. Und hier habt ihr bestimmt schon gesehen, da ist das Pflanzenzimmer. Denn meine Vorstellung ist, dass die Gartenarbeit ihr zweites finanzielles Standbein sein soll. Damit wird sie auch ganz ordentlich Geld verdienen können. Und wo wir schon mal dabei sind, werde ich sie beauftragen, ein paar Pflanzen weiterzuentwickeln. Denn das ist wesentlicher Teil des Geldverdienens mit Pflanzen. Weiterentwickeln. Okay, warte mal, der. Ja, der geht auch weiterzuentwickeln. Die müssen perfekt werden und das geht über 10 Weiterentwicklungsstufen. Und wo wir schon dabei sind, lasse ich sie jetzt auch mal die Drachenfrüchte pflanzen. So, mindestens 4. Und was hat sie hier? Basilikum. Basilikum, ja, das ist gut. Da hat sie auch schon ordentlich was geerntet. Dann lasse ich sie noch ein Basilikum anpflanzen. Die Drachenfrüchte bringen ganz viel Geld. Vor allem, wenn die mal perfekt sind, bringen die 80. Und die wachsen aber langsam. Darum lasse ich die Drachenfrüchte dann später auf Basilikum drauf kreuzen. Und dann wachsen die sehr oft und man kann damit dann am allermeisten Geld verdienen. Jo, ich glaube, du hast genug gewischt. Die Gartenbude brauchst du nicht jedes Mal zu wischen. Dann pflanze mal schön. Ach, jetzt kommt dieses Begrüßungskomitee. Nun gut. Nachbarn hereinbitten. Weißt du was? Dann machst du dieses alles hier später, denn sonst sind die Nachbarn beleidigt und rennen weg. So, bedankst du dich auch mal fürs Kommen. Nachbarn hereinbitten. Für Kommen danken. Kommen danken, jawohl. Den kennt sie ja sogar schon. Okay. Neuen Nachbarn begrüßen. Ja, wo ist der Obstkuchen? Ja, hat denn keiner von euch einen Obstkuchen mitgebracht?
Na sowas, dann machen wir einfach mal hier sitzen und plaudern. So, und dann lasse ich die ein bisschen plaudern und zeige euch noch den Rest von der Wohnung. Und der Salim haut einfach ab. Naja, soll er mal. Hier ist eins von zwei Badezimmern. Die habe ich jetzt erst, das habe ich mit ihren alten Badezimmermöbeln bestückt und die habe ich jetzt weiß gefärbt. Das schien mir familienfreundlicher. Und dann habe ich hier einfach nochmal welche dazu gekauft. Denn schon zwei Badezimmer sind sehr wenig für eine Familie mit sechs Kindern. Aber es ist besser als gar nichts. Hey, das finde ich jetzt aber nicht nett, dass du den Müll einfach so dahin schmeißt. Wie heißt du? Anaya Young. Okay. Ah, die sind wohl verheiratet. Sehr merkwürdig. Komisches Begrüßungskomitee diesmal. So, also zwei Bäder. Und wenn Jenny noch mehr Geld verdient hat, dann kommt hier mal so eine Kombi-Badewannendusche hin. Dann können die Kinder auch mal baden. Und Jenny natürlich. Ich habe nämlich fast alles Geld verballert, was sie hatte. So, hier ist das Kinderspiel- und Kreativitätseck. Hier können die Kinder malen und mit dem Puppenhaus spielen. Und dann können hier auch alle zusammen dieses Weck das Lama nicht spielen. Und die Teenies können hier das Malen üben. Sehr viel Möglichkeiten zur Entwicklung der Kinder haben wir hier leider nicht. Also ja, fürs Klettergerüst müssen wir irgendwo hinreisen. Aber sie können kreativ sein, damit spielen und halt ein bisschen malen. Vielleicht kriege ich es dann irgendwann noch hin, auch noch vielleicht hier irgendwo da rumzubauen mit Computereck. Aber das ist Zukunftsmusik. So, hier ein großer Tisch, der für alle reicht. Da können die Kinder dann auch Hausaufgaben machen. Die Küche habe ich ein klein wenig vergrößert und eine Spülmaschine ihr gegönnt. Und hier ist ein Aquarium. Da kaufe ich auch gleich mal Fische. Fisch kaufen, mit Fischen bevölkern. Denn die Sims sind immer ganz begeistert, wenn sie Aquarien angucken können. Und wenn man auf die Schnelle noch mal ein bisschen Spaß verbessern muss, kann man einfach sagen, da, guck Aquarium an und gut ist. Und dann habe ich hier größere Sofamöbel gekauft, die billigsten. Und weil natürlich bald Weihnachten ist, ein Weihnachtsbaum. Ich denke, Jenny fühlt sich auch schon ganz weihnachtlich mit ihrem Schwangerbauch. Hier ist Jennys Reich mit dem Bett und ihrem Arbeitsplatz und auch noch eine Staffelei. Und da ist das kleine Babyzimmer. Falls er mal Zwillinge kriegt, passen da auch mehrere Wiegen rein. Definitiv braucht man in so einem Babyzimmer eigentlich nicht mehr. Alles andere ist überflüssiger Zierat und dafür hat sie jetzt weder Geld noch Platz. Darum ist, ja, ist das eigentlich völlig ausreichend. Wenn sie mal mehr Geld hat, dann wird noch so ein bisschen dekoriert und so, vielleicht noch ein Teddy in die Ecke gestellt, damit es irgendwie romantischer aussieht. Aber nötig ist das nicht. Aber es ist ganz gut, wenn das ein extra Zimmer ist, weil dann kann sie auch, wenn ein Baby da ist, einen künftigen Vater empfangen. Oh, habe ich da die Tür vergessen? Da habe ich die Tür vergessen. Na, das baue ich jetzt aber ganz schnell ein. Na, sowas. Okay, komm. Mach hinne. Jawohl, die kommt jetzt vielleicht hier so hin. Passt das? Ja, ich denke, das ist ganz in Ordnung so. Gut, also weiter geht's. Jetzt haben die da schon wieder Müll gemacht. Jenny räumt
den Müll mal weg. Komische Nachbarn. Und wenn die schon so komisch sind, dann kümmerst du dich danach mal um deinen Garten, pflanzt schön und dann sage ich dir nochmal hier die ganzen. Ah, sie hat schon einige weiterentwickelt. Sehr gut. Jo, mit dem Gärtnern ist sie jetzt fertig. Die Nachbarn sind auch verschwunden. Und ich denke mir, wenn sie gegessen hat, dann soll sie einfach mal Akira einladen und dem ihre neue Wohnung vorstellen. Ich glaube, wir sind hier nicht erwünscht. Er sei doch eh abgehauen. Und hab den Müll verstreut. Nun ja. Die waren dann bestimmt beleidigt, dass Jenny ihrer Arbeit nachgegangen ist. Anscheinend schaut sie sich gerne die Geschenke an. Ja. Das sind die Weihnachtsüberraschungen, liebe Jenny. Die gibt es erst zu Weihnachten. Jetzt gucken wir mal. Ah, sie ist schon ziemlich müde. Oh la la. Die Verdauung lässt wohl immer noch zu wünschen übrig. Jo, räum das mal weg. Und dann lädst du den Akira ein. Ich habe mich schon gewundert, warum sie da zum... Ah, die Spülmaschine ist sofort zum Einsatz gekommen. Das ist doch gut. Akira wird gleich da sein. Das ist gut. Da ist er ja schon. So. Na, komm. Herein, bitte. Der hat anscheinend Nackenverspannung. Vielleicht muss sie ihn mal massieren. Aber erstmal ein bisschen küssen. Guckt ganz skeptisch. Große Neuigkeit erzählen und... Aber eigentlich weiß er das, glaube ich, schon. Anubu? Shusha! Haga, Rix! So, wo ist das Küssen? Ein Kuss hauchen? Nee, wir wollen richtig küssen. Küssen. Ja. Sarde ja libjigo Nilza. Ich denke mal, weil sie schon recht müde ist, lasse ich die beiden einfach mal gleich ein Techtelmechtel machen. Und dann kann Jenny auch schlafen. Techtelmechtel mit Akira. Ja, mir gefällt die Wohnung sehr gut. Da kann sie echt ordentlich Kinder aufziehen. Ist auch spürbar größer als die andere. Und vor allem gibt es keine Mäuse und Kakerlaken, wo sich alle ständig erschrecken. Na, prima. Ja, liebe Jenny. Ja, dann schlaf mal schön und träum von deinem Baby und deiner neuen Wohnung und von Akira. Ich dachte eigentlich, sie muss schon wieder
Muss sie? Nee, anscheinend muss sie doch nicht kotzen gehen. Dann, warum kann sie... Zum Schlafen ist es für Jenny momentan zu laut. Okay. Sind die Nachbarn laut? Ja, die Nachbarn sind laut. Na gut, dann nickerst du halt ein bisschen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, meine liebe Jenny. Träum von deinem Baby und von deiner schönen neuen Wohnung. Und du auch, lieber Zuschauer, schlaf schön oder hab noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.